Neko Entertainment, Head Up Games, Studio Fispin. Oh, Studio Fispin kennen wir. Das kommt uns doch bekannt vor. The Inner World. Ja, und damit nochmal offiziell. Können wir hier mal gerade. Ja, okay. Ja, hier. Sehr schön. Mal auf Deutsch umgestellt. The Inner World. Willkommen zurück. Offiziell nochmal. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engnodem zu einem neuen Let's Play auf Zwergenfürst LP. Auf Twitch. Live. Und später dann auf YouTube in Parts geschnitten. Fortfahren. Okay, wir starten ein neues Spiel. Let's go. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windpolen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit, in der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog, nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Oh! Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Und wenn ihr von den Ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Was? Ach so. Ja. Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Ein sehr schönes Lied. Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Sehr schöne Lieder. Nein. Eine Note, ein Takt. Nein. Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge. Taube, ich habe dir vertraut. Ich werde euren Anhänger retten. Nein, Robert, Junge, bleib hier. Wache! Schickt mir den Igel! Die schnapp ich mir. Miez, miez, miez. Das ist eine Taube.
Robert. Eine Taube. Keine Katze. Diese diebische Taube. Willkommen. Ja, da sind wir schon mal im Spiel drin. Da sind wir jetzt. Da können wir jetzt das Spiel handhaben. Möchtest du eine Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Ja, gib's mir. Oder nein, ich weiß, wie der Hasen läuft. Kleines Tutorial oder lieber aufs Tutorial verzichten? Och, willst du was Tutorials? Sind doch nicht verkehrt. Hotspots. Klicke und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten du interagieren kannst. Aha. Interaktion mit Objekten. Klicke auf Objekt, um es anzuschauen oder damit zu interagieren. Okay, das ist ja Point-and-Click-Adventure, also das ist ja alles. Steuerung ist einigermaßen bekannt und wir finden es bestimmt schon von selbst irgendwie raus. Durchziehen und loslassen kannst du Gegenstände mit der... Ja, ist verständlich, ja. Kannst du Gegenstände mit dem Inventar auf Hotspots benutzen? Ja, Klick, Point and Click halt, so funktioniert das. Tippe auf ein Gesprächsthema, um darüber... Ja, es ist ja Point and Click. Die Dialoge unternehmen. Unterthemen. Hast du alles über ein Thema erfahren, wird es ausgegraut. Zurück zur Hauptgeschichte. Ja, alles klar. Okay, werden wir noch rausfinden. Okay. Weiterspielen. Ja, die Anleitung brauchen wir nicht. Ja, das ist so funktioniert, dass sie anklicken und untersuchen. Point and Click eben. Ein Phosphos. Hallo. Phosphos erstmal anschauen. Dann damit interagieren. Phosphos. Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Und ich glaube, sofern ich das kann, mache ich mal hier Sprechblasen. Ja, machen wir mal aus. Ich glaube, das ist besser ohne Sprechblasen. Da komme ich nicht dran. Okay, interagieren können wir damit nicht. Und das können wir erstmal anschauen, die Flasche. Und eine alte Flasche im Müll. Dann fassen wir es doch mal an. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Flasche im Inventar. Vor einem Jahr. Okay, wir haben eine Flasche im Inventar und das ist scheinbar das Rohr, aus dem wir gekommen sind. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Ich weiß nicht, ob man den Mauszeiger sehen kann, aber der Mauszeiger ist da tatsächlich so eine Nase. Eine spitze Nase. Kann man den Mauszeiger sehen? Ich hoffe doch. Ich glaube, man kann ihn nicht sehen. Das ist seltsam. Okay, ich hoffe zumindest, der Sound ist eingeblendet. Dass ich zumindest das nicht verkackt habe. Ja, wie auch immer. Es ist ja, der Mauszeiger ist das geringste Problem. Man sieht ja alles, was ich anklicke. Ist ja. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Tja, warum wohl? Mist. Lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Warum der Conroy wohl seinen ganzen Müll in einem Wohngebiet ablässt? Tja. Und hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Sicher, Robert, sicher. Okay, mitnehmen können wir da nichts. Ah, doch, können Davon wir. Will ich nichts mitnehmen. Nee, können wir nicht. Okay, hier haben wir ein Fahndungsplakat. Das untersuchen wir. Und dann haben wir noch den Warum hier. Uns auch nochmal anschauen wird. Müssen. Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Müllhändler. Der Typ sieht aus, als würde er mich ohne zu zögern überfallen. Ich sollte ihn einfach mal fragen, ob er mir hilft. Bestimmt. Bestimmt das Klügste. Er untergräbt die heilige Erde. Haltet den Wurm! Erstmal das Fahndungsplakat anfassen.
Plakate abnehmen verboten. Oder auch nicht. An den Wurm können wir fassen. Glitschiges Kleines. Er ist einfach zu schnell. So, wie öffnen wir denn? Ah, da öffnen wir. So öffnen wir das Inventar. Okay, okay, ich weiß nicht, wozu wir den Nektarinensaft noch brauchen. Eine Krücke. Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Zum Ausversehen mal. Jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Ach Mensch, Robert. Robert. Tja, dann sein Witze hier. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Oh toll, meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Nimm's mit. Dann zieh ich alles mit. Damit haben wir einen Kescher. Können wir vielleicht die Windsocke als Kescher benutzen für den Wurm. Dann verschwindet der miese Wurm nur wieder in seinem Loch. Okay, können wir hier vielleicht die Krücke. Warum sollte ich das tun? Vielleicht auch. Hey Wurm, du siehst durstig aus. Oh, es klappt tatsächlich. Ein besoffener Wurm. Betrunkener Wurm. So, komm her, die Party ist vorbei. Okay, wir haben einen betrunkenen Wurm. Der Notixt. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Aha. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Sag nicht. Ich schätze, er merkt eh nicht mehr viel. Kombiniere Wurm mit Ast. Steinschleuder. Oha. Und dann noch den Gurken rein. Na, sehr gut. Eine Wurmsteinschleuder. Eine Wurmkurkenschleuder. So, was soll ich zuerst schießen? Auf die Taube oder auf den Fisch? Sag mal, mach mal Fisch. Na gut, ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. So, Wurm, du bist wieder frei. Gucken aufgehoben. Okay, erstmal den Konvoi-Kopf anschauen. Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Jetzt ist die Taube wieder hochgeflogen. Diese diebische Taube. Tja, also. Der ist ja ganz fettig. Ich kann ihn nicht packen. Okay, das Wurmloch haben wir. Ist jetzt leer. Ein Loch in der Erde. Wer es wohl gegraben hat? Und warum? Wo es wohl hinführt? Die Welt hier draußen steckt wirklich voller Geheimnisse. Junge, das ist ein einfaches Wurmloch. Ja, oh, spricht. Okay. Ein Wurmloch. Interessant. Okay, und wie kriegen wir jetzt die Taube darunter? So ein Mist. Korken werfen. Neue Schleuder kaufen. Das mache ich nicht. Besorgen. Was hätten sie mit dem Kescher einfangen sollen? Naja. Reden wir mal mit dem Müllhändler. Vielleicht hat der einen Tipp. Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ui. Komm, das ist runtergekommen. Was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Nein. Handelt hier mit Müll? Ich am allerwenigsten. Ja, ich suche auch eigentlich. Brauchst du Müll? Ein Müllshop. Klicke auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Ja, okay. Reden wir mal über Müll. Was verkauft ihr hier? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten,
dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt.